Ja, grüßt euch. Um die Gedanken von Schauberger besser nachzuvollziehen, habe ich mir mal ein gutes Bild von einer Kieme, von einer Forelle besorgt. Und ich sehe also hier eine Art Darmfächer, in dessen Zentrum hier ein Schlitz ist. Da fließt wahrscheinlich das Wasser rein, also der Kopf vom Fisch ist hier vorne. Dann spaltet sich das Wasser hier in dem Fächer auf und es gibt mehrere Fächer, die sozusagen übereinander gelappt sind. Und ja, das Wasser wird dann sozusagen so aufgespreizt. Und dazu habe ich mal ein Modell mir gebaut, um es besser irgendwie nachzuvollziehen. Also diese einzelnen Kegel oder Fächerstäbchen sind Art Zottenkegel, wo der Fisch natürlich zuallererst seine Luft halt, sind den Sauerstoff sozusagen abziehen kann. Und so wirbelt das Wasser halt um diesen Kegel herum. Und das ist reichhaltig durchblutet. Und so kann da der Sauerstoff aus dem Wasser rausgenommen werden. Das müssten eigentlich, wenn man Schauberger, also wenn man der Forelle Glauben schenkt, dass die eben Wasserfälle hochspringen kann, müssten diese Zottenkegel eine Art spiralige Lungenlappen haben, die wie gesagt fein durchblutet sind, so dass also hier das Wasser wunderbar rumwirbeln kann. Ich habe da mal im Weiteren das zusammengesetzt zu einem großen Fächer. Genau, einmal so. So, dann reduziert. Genau, also ein Lappen, so ein Fächerlappen. Und dann halt mehrere übereinander, um das einfach mal so nachzuvollziehen, was der Fisch denn da so sich ausgedacht hat. So, und wenn jetzt der Fisch atmen will, und das sieht man ja auch, wenn man so Fischfilme halt sieht, dass der die Kiemen immer auf und zu bewegt und so pumpt er sozusagen da, zieht er da in diese Lappenkegel dann das Wasser durch und kann da optimal, hat wie so ein Wirbelgriff in den Sauerstoff, der im Wasser gebunden ist. Klemmt er den zu, strömt nicht mehr so viel sozusagen Wasser durch und klappt das wieder auf, zieht sich sozusagen mehr Wasser rein. So, wenn der Fisch aber jetzt diesen unheimlichen Sprung machen will oder ja, dann muss er ja in irgendeiner Art und Weise mit dieser Kieme eine Art Vortrieb halt erzeugen. Und wenn man das jetzt mal hier versucht zu simulieren, also es kommt jetzt ein Wasserstrahl vorne bei ihm im Mund oder eben in die Kiemen rein, was passiert dann? Also dann spaltet sich eben durch die einzelnen Kiemenkegel, durch diese Fächerkegel, spaltet sich das Wasser auf und jeder von diesen Zottenkegeln erzeugt sozusagen nach vorne hin, also hier vorne ist der Kopf vom Fisch, ja, erzeugt das jetzt einen Sogstich, der in der Summe dann nach vorne sozusagen wie ein Strohhalm bildet, der rechts und links von der Kieme nach vorne eilt und den Fisch sozusagen wie nach vorne herauszieht. Also dazu muss er aber auch diese Kieme weit auffächern und eben den Kopf in die Strömung halt halten und so würde er nach vorne gezogen werden. Jetzt habe ich aber ein Problem. Die Repulsinenscheibe, die ist jetzt so konstruiert. Und ich habe jetzt mal einen von diesen Zottenkegeln mal hier reingesetzt. Und sprich, also das Wasser strömt bei dem Fisch eben von hier von der schmalen Öffnung, hier von der kleinen Öffnung, hier hinein und erzeugt in diese Richtung hier eigentlich den Sogstich. Und jetzt hat Schauberger sich aber das gedacht, dass hier die Amplitude hoch ist. Beim Fisch ist es aber genau umgedreht. Also bei ihm fällt sozusagen das Medium oder das Wasser oder die Luft eben hier hinein
und kommt hier hinten schneller raus. Irgendwie, ich bin mir da unsicher. Also er nimmt ja hier so einen Tropfen, der ins Wasser fällt. Das ist ja seine Analogie. Aber beim Fisch ist es von der Strömung her, das ist ja eine Art Schallwelle. Ja, also er hat hier eine Schallwellenvorlage. Aber das hier ist doch eine zyklonische Bewegung, die hier aufgefächert in eine Art Stich, Sogstich erzeugt. Ja gut, also das ist eine Frage, die kann ich mir momentan nicht beantworten. Vielleicht gibt es auch andere Repulsinscheiben. I don't know. Genau. Das mal so meine Gedanken zu dem Kiemen von der Forelle und ob sich das oder wie sich das deckt mit der Repulsinscheibe. Gut.